Hallo Leute, willkommen zurück zu Hearthstone. So, im letzten Part haben wir 4-0 aus dem 2-0 gemacht. Und ich würde sagen, das läuft doch geschmiert. Im letzten Part hatten wir einen Priester, der mir ziemlich auf den Keks ging. Und ein... Jäger? Ich meine, das wäre Jäger gewesen. Oh Gott, was ist das? War mal Guardian of Kings, das ist aber nicht der... Art. Ja, komm. Besser als gar nichts auf der Hand. Also nichts. Ja, 4-4-3-3. Aber wir haben Coin, das ist okay. Es ist okay, aber es ist nicht, nicht das Gelbe vom Mai, muss ich mal sagen. Meine Nase juckt schon wieder. Meine Fresse. Das nervt. Oh. Interessant. Interessant. Nö. Also mal den Ping raushauen. Dann kann ich in der nächsten Runde Stormwind spielen. Mit Coin natürlich. Ich hoffe, die pinkt. Aber sie pinkt nicht. Wieso pinkt die nicht? Das ist nicht fair. Ich habe so gehofft, dass du pinkst. Ich habe so gehofft, dass du pinkst. Oh nee, kein Water-Element. Kein Water-Elemental. Water-Elemental ist nicht so schön. Nee, das ist nicht so schön. Die Karte ist viel zu OP. Obwohl, ich meine, was will die einfrieren? Da draußen los. Boah, zwei Wasser-Elementare. Jetzt geht's aber jetzt geht's aber los hier. Ja, keine Angst, ich hab nix. Der ist jetzt eingefroren für die Runde, aber Wasserelementare, meine Fresse. Die Nerven. Oh. Okay. Oh, trade, ja. Trade ruhig. Nein. Nicht damit, Mann. Ich meine, dass sie mich einfriert, ist nicht mal so tragisch. Weil, wie gesagt, ich habe... Nee, ich würde ganz gerne den 4-3er loswerden. Den kriege ich aber nicht so leicht los. Den muss ich so loswerden. Weil ich sowieso keine Waffe mehr im Deck habe. Daher interessiert es mich nicht großartig. Was vielleicht ein bisschen bescheuert ist, dass sie mich mit den 3-6er, also mit dem Wasserelementar, ziemlich gerade so ein bisschen rumpokt. Weil die wahrscheinlich den Wasserelementar immer schön auf die Fresse halten will, damit ich halt keine Waffen einsetzen kann. Aber sie weiß ja nicht, dass ich keine habe. Ich habe ja keine. Dadurch, ne. Also anders würde ich, könnte ich es mir jetzt gerade nicht erklären, wieso, weshalb, warum. Oh, na jo. Ja, wahrscheinlich. Es sieht stark danach aus, als ob sie es denkt. So, mehr oder weniger. Ich meine, naja, meinetwegen. Aber wie gesagt, mich interessiert das nicht. Weil ich habe keine Waffen. Flamestrike könnte kommen. Aber der 5-6er überlebt halt. Auf Feuerball auch gut. Und geht dann mit dem wieder auf die Fresse. Und Yeti, okay. Jo. Wohin sonst? Wohin sonst? Nochmal den und den aus. Hab den Coin immer noch. Flamestrike wäre gefährlich, ja. Wäre spielbedeutend. Sogar sehr. Ja, das ist eigentlich jetzt ziemlich verloren. Flamestrike war jetzt das, was... ja, was soll ich sagen? Ihr das Spiel gemacht hat. Was ihr das Spiel gemacht hat. Sogar ziemlich sicher. Ich wüsste jetzt gerade nicht groß, weil sie tradet einfach nicht. Also weniger, sie tradet mit den Spells. Only. Bis jetzt. Okay. Nach was fischt die? Noch ein Flamestrike? Nach was fischt sie? Das Dümmste, was sie machen kann, wäre voll auf die Fresse zu gehen.
Die spielt hier denn das aus? Hat sie hier den Frostwolf Warlord-Ding da? Das wäre ziemlich bad für mich. 5, 6, 7, 8, 9er wäre das. Glaube ich. Wenn ich mich nicht verzählt habe, wäre es ein 9er. Also ein 9-9er. Damit wird man nicht mal mit dem Mercenary Rack kriegen. Ansonsten ist das, was jetzt auf dem Board ist, nicht mehr so das Problem. Es kommt halt drauf an, was die mit den 3-6er und mit dem 4-5er macht. Also mit dem Wasserelementar oder mit dem Yeti. Frostblitz wen? Okay, tradet den, okay. Und er tradet nicht. Consecration muss aber sein. Ja, der Mercenary, der dir, boah, ist krass, wie viel Arkan, die hat zwei Arkan Intelligenz, hat sie jetzt schon gehabt. Kommt auch nicht wirklich, also die spielt Karten aus und kriegt mehr Karten wieder rein, fast schon. Was gut für sie ist. Was sehr gut für sie ist. Eine Kombo-Möglichkeit wäre auch Leeroy und Consecration, um die Welpen halt direkt wieder loszukriegen. Dieser Wasserelementar. Ich meine, ich habe keine Waffen, Mädel. Das ist mir Latte. Aber, ja, gut. Wie du meinst, wie du meinst. Was ich gerade mich gerade ein bisschen mehr. Ja, die will sein Wasserelementar beschützen, ne? Habe ich so ein bisschen das Gefühl. Ah, die, ich hoffe, die pinkt denn das Schaf nicht. Ah. Also, da ist irgendwie ein Sprachchat. Hallo, Sprachchat. Hm. Wie machen wir das? Wie machen wir das? Nur am Nachdenken. Ruine der Nacht. Spät, mein Freund. Du kommst ein bisschen spät, mein Freund. Ah. Ich war gerade am überlegen, ob ich irgendwie alles wegkriegen hätte können, aber mir ist nicht wirklich was eingefallen. Mit ihr wäre der Schaf am Leben gewesen, dann hätte es besser funktioniert, aber hatte ich leider nicht. Da leider nicht. Stomping Kodo. Oha, drittes Wasserelementar. BTW. BTW. Hm. Hm. Mhm. Ich hoffe, die greift den Kodo ein bisschen an. Hoffe ich gerade so ein bisschen. Weil ich ganz gerne eine Karte hätte. Hätte ich wahnsinnig gerne. Und ich hoffe, der hat kein Pyro. Vergesse ich die ganze Zeit. Wie ein Magier, Mann. Versuch, was du machst. Versuch, was du machst, Mann. Ich habe auch Angst vor Flamestrike, muss ich sagen. Dark Iron drauf, okay. Wird wahrscheinlich nicht mit dem Kodo angreifen. Oder? Oder? Oh, doch.
Oh. Oh, krass. Okay. 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 Lasst mich überlegen. Das macht mich auf 12 zurück. Ihn könnte ich traden, dann hat sie noch 2, 6, 9 Schaden. Oder? Habe ich mich verzählt? 8, 9. Ne, ist richtig. Kein Feuerball, kein Pyroball, kein Spell an sich, bitte. Ah, sie zählt nach. Okay. Okay. Was mich jetzt interessiert, hätten wir denn Liefel? 9? Nicht ganz. Und die beiden können wir nicht spielen. Oh, sie tradet oder geht's auf Fresse? Oh, sie tradet. Ah. Das ist nicht das, was ich erhofft habe. Das sieht verloren aus. Was kriege ich weg? Ich kriege weg ihn, dann hat sie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 offen. Ja, das ist das Einzige, was mir einfällt, was ich machen könnte. Weil ich nicht funktioniert, weil ich mich verklickt habe. Ich wollte den nicht spielen, ich wollte einen anderen spielen. Ja, wie viel hat sie? 5, 6, 7, 8 und 10. 3 Damage weg. Ja, das ist. Da hatte ich verloren, also. Wüsste ich jetzt gerade nicht wie. Naja, okay. Wie viel haben wir denn? Eine Runde geht noch, ja. Denke mal, außer mal gleich 3 Uhr. Sprich, das wird auch für mich die letzte Runde sein. Egal, wie es jetzt ausgeht. Normalerweise ziehe ich immer ein Run ja durch bis Ende und erstelle noch das Deck für die nächste Runde. Aber mir ist das jetzt auch gerade ein bisschen zu spät, weil mein Gehirn wird langsam flüssig. Ja. Und die Karten, die wir haben, sind schon wieder relativ vorgespielt. Gebuffy! Krass, ja. Dafür, dass wir kein Coin haben, sind die ziemlich scheiße. Okay. Oh mein. Fairy Dragon ist okay, Sylvan Yeti ist auch okay, ein bisschen, na, ohne Coin ein bisschen hoch, also so 2er und 3er Drops werden mir lieber, ja das ist gut, 2, 3, 4 ist in Ordnung. Hoffnung, dass er kein Fire War X hat, kann ich den Fairy Dragon eigentlich ohne Probleme ausspielen, aber wie gesagt, ich hoffe, dass sie ihn nicht hat. Aber, na, der müsste ungefähr auch zwischen 4 und 5 Wins sein. So 3, 4, 5 Wins sein. Sprich, er wird auf jeden Fall einer haben. Ob er, ja, hat er getopdeckt. Alles klar. Hat er getopdeckt. Getopdeckt hat er. If I were Rex, hat er getopdeckt. Boah, die ist so krass, die Waffe. So OP. Oder wurde die mal geändert? Nö. Jupp. Und er spielt noch eine Fiery Warlike. Ah, er coint ein. Boah, ja. Ist so ähnliches wie eine Fiery Warlike. Ist ja was ähnliches wie eine Fiery Warlike. Ja, der wird aber auf jeden Fall mit der 2-2er-Waffe den 2-1er traden. Denke ich mal. Wäre komisch, wenn nicht, sage ich mal. Das Beste, was er machen könnte, wäre, wenn er Russi abmacht. Aber ich gehe davon aus, dass er irgendwas spielt. Jupp, ein Jungle Panther. Was für mich ein bisschen scheiße macht, jetzt den Yeti zu spielen. Die Giant ist noch ein bisschen hoch, aber ich
werde ihn spielen. Ich werde ihn spielen, weil er einfach mit dem Gesicht angreifen müsste und dadurch die Waffe platzt. Wäre es okay, wenn er es macht. Den 4-2er da reinlassen und die Waffe kaputt machen lassen, sprich 2 für 1. Was okay wäre. Das nächste Problem ist nur, dass wir einfach halt kein 6er drauf haben und wir nicht wirklich was zum Spielen hätten, sehe ich gerade. Das wäre natürlich ein bisschen bait. Das wäre ein bisschen bait. Ja, greift er mit der Waffe an? 2 für 1. Jupp. Okay. Puh, okay, der hat kein schlechtes Deck. Ziemlich viele Waffen. Ziemlich viele Waffen. Ja. Gucken, ob er den 3-3er da reinlässt und nochmal mit dem Gesicht angreift. Gucken. Oder vielleicht hat er auch ein Execute oder so. Aber wäre lustig, wenn er jetzt nochmal mit dem Gesicht angreift. Wäre sehr, sehr lustig. Abgesehen davon spiele ich auch gerade ein bisschen mehr auf Zeit, da ich mal ein bisschen was spielen kann. Weil ich habe derzeit keine Karten in der Rage. Yay. Er tradet nur den. Nur ihn. Und spielt ein Frostelementar. Okay. Wie gesagt, ich habe keine Waffen im Deck. Ich habe keine Waffen im Deck. Wie macht das jetzt? 5-5er und Axt? Also wieder 2 für 1 oder Execute oder nochmal in the Rage oder was machst du? Was hast du vor? Was hast du auf der Hand? Ein Kultarschmarsch da? Wenn er den Laster. Ah, Execute, okay. Okay. Ja, damit kann ich mehr oder weniger leben. Ja, dann spiele ich jetzt den. Ich hoffe mal, dass er da ein bisschen was reinrennen lässt. Den 5-5er, der macht mir gerade die meiste Angst. Der 2-2er nicht so, aber naja. Abgesehen davon reicht es auch nicht mal, weil das nur 7 Schaden sind. Der müsste nochmal mit der Axt angreifen, die der in seiner Hand hält. Aber ob er das tut und 8 Schaden in die Fresse kassiert, weiß ich nicht. Vielleicht hat er noch ein Execute, vielleicht hat er noch eine Art Kultarsmasker oder Inner Rage oder irgendwas so in der Richtung. Dann würde eine Karte schon reichen, sprich der Frostelement würde schon reichen dann. Wenn er ihn traden würde. Halt. Ja, mehr könnte der nicht haben. Big Game Hunter. Könnte er haben noch. Ansonsten könnte der ihn irgendwie freezen oder sowas. Damit der erstmal nutzlos ist, aber das bezweifle ich ein bisschen. Er hat einen Arcanine Reaper. Okay. Greift er 8 mit der Fresse an? Ja. Okay. Interessant. Nein, hä? Ach klar, hätte nicht gereicht, ne? Hätte nicht gereicht. Es hätte einfach nicht gereicht. So, was machst du jetzt, mein lieber Krieger? Garrosch. Eine Weaponsmith. Okay. Er hilft dir aber diese Runde nichts. Der hilft dir diese Runde aber nichts. Ja. Ja. Ja, was kommt? Was hat er noch haben? Keine Ahnung. Wie viel Schaden hat denn der? 5, 6, 7, 8. Ohne Blood Knight. Den kann er diese Runde ja nicht benutzen. Den kann er diese Runde ja nicht benutzen. Der kriegt gleich von mir das Blessing of Wisdom ab. Okay. Öffnen wir mal mit der Fresse an. Traded höchstwahrscheinlich. Okay, er will den 1-4er unbedingt behalten. Ah, okay. Okay. Was? In a Rage? Okay. Okay. Du kriegst gleich mal von mir dich. Dann spiele ich jetzt die Linie. Jetzt erstmal eine Karte. Die Rüstung da. Da muss ich jetzt mal mehr oder weniger
Führen wir noch den Mercenary aus. Also, Blood Knight. Wenn er mit ihm angreift, gibt er mir eine Karte. Ja, der Weaponsmith, der macht mir jetzt noch nicht solche Angst, weil der in der Arena nicht so viel Potenzial hat wie in Constructed. Wenn er noch gespielt wird. Wie gesagt, ich bin nicht auf dem neuesten Stand. Ich gehe aber davon aus, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob sich so viel geändert hat. Ich weiß nicht, ist Miracle Rogue zum Beispiel immer noch ziemlich gerne im Constructed zu sehen? Ich weiß es nicht. Bin ich ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung. Keine Ahnung. Was hat der gemacht? Rüssi ab, okay. Oh. Gibt er mir eine Karte? Und tradet ihn? Also macht er das Board dicht? Checkt mal noch eine Karte dabei. Finde ich gut. Wenn er es macht. Ansonsten. Nee, gewonnen. Nicht. Außer ich. Charger 14. Nee. Das ist halt kein Charger, den ich im Deck hätte, der so viel Schaden anrichten könnte. Okay. Er tradet ihn. Das ist okay. Und er tradet ihn und schenkt mir noch eine Karte. Finde ich gut. Ah, der ist. War sehr schön. Und ein Jungle Panther. Und da ist der Charger, den ich eben meinte, aber Charger hätte nicht so viel gemacht. Ja, was mach ich nun? Dein 4-2er musst du, außer du hast einen Fire Raw Eggs oder einen kleinen Reaper, musst du in meinen Bären reinrennen lassen. Außer du hast auch ein Charge-mäßiges. Bei 2 Karten. Ich bezweifle. Wie viel Schaden haben wir denn? Wenn der überlebt. Aber nur 8. Gut, er tradet. Und. Macht nichts. Alles klar. Ich spiele meinen Charger noch raus. Hat er, ja, hat angenommen. Wollte ich fragen, aber hat er getan. Hat er getötet. Ich wüsste jetzt nicht, was ihm noch helfen, außer vielleicht Brawl, Brobbel, Bravel. Aber. Okay. Irwind, aber ich denke mal, der wird nichts haben. Okay, damit stehen wir 5-1, das ist ja schon mal an sich ziemlich schön. Und ich würde sagen, ich beende den Part jetzt hier. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen und ich denke, wir sehen uns im nächsten Part wieder, hoffentlich. Also, haut rein. Tschüss.